Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Haditsch, hier zum Gespräch auf dem Vitalstoffblog. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns in einer sehr wichtigen Frage ein paar Hintergründe zu erläutern. Bevor wir einsteigen, würde ich Sie gerne bitten, ein paar Worte zu Ihrer Person und zu Ihrem Motiv zu sagen, weshalb Sie sich vor ein paar Wochen selbst in der Frage über die Welt sprechen wollen, zu Wort gemeldet haben. Lieber Herr Dr. Alschner, herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute mit Ihnen dieses Gespräch zu führen. Danke für die Einladung. Und ich meine, zu mir als Person, natürlich könnte ich jetzt meine Qualifikationen und so aufführen, tue ich auch gerne, aber vielleicht nur ganz kurz zwei Bemerkungen am Anfang. Das erste ist, das, was ich hier sozusagen mitteile und von mir gebe, ist meine private Meinung, ist also nicht im Namen einer Organisation, Institution oder einer Firma. Und das Zweite ist, ich bin als Person, was die Fragestellung anlangt, eigentlich unbedeutend. Und das ist jetzt sozusagen nicht ein Fishing for Compliments oder Ähnliches, sondern uns allen muss bewusst sein, es geht um die Sache. Und genau das war auch das, was mich umgetrieben hat, eben zuerst einmal Ende März mit einem Clip auf YouTube zu gehen und dann aufgrund der offensichtlichen Notwendigkeit gewisser zusätzlicher Erläuterungen 14 Tage später noch einen weiteren Clip hineinzusetzen. Der eigentliche Motor ist, und das können Sie mir jetzt glauben oder nicht, mir geht es eigentlich in dieser Situation zumindest wirtschaftlicher gut. Ich muss mir Gott sei Dank keine Sorgen machen. Aber es lässt einen nicht in Ruhe, wenn man berücksichtigt, welche wirklich unglaublichen Schicksale viele andere nicht so begünstigte Leute trifft, wenn sie daran denken, dass es Familienunternehmen gibt, wo jetzt der Betrieb an die Wand gefahren wird, die nicht mehr wissen, wie sie das Ganze fortsetzen sollen. Wenn es Leute gibt mit geringem Einkommen, die mit Mühe und Not ihren Tagesbedarf abgedeckt haben und jetzt in der Kurzarbeit vielleicht 60% oder 65% ihres Gehaltes bekommen und damit sozusagen die Notwendigkeit wäre, den Rest aus Rücklagen zu decken, die aber nicht geschaffen werden konnten, weil sie sowieso zu den Geringverdienern zählen. Wenn man an all die denkt, die dringend Therapien notwendig haben, ich nehme nur als Beispiel Krebspatienten, denen das aber im Moment sozusagen nicht zugänglich gemacht wird. Wenn Leute, die psychische Probleme haben, ihre Gesprächstherapien nicht wahrnehmen können, wenn Schwangere ihre Schwangerschaftsvorbereitung nicht machen können. Und diese Serie ließe sich jetzt fast unendlich fortsetzen, aber Sie verstehen vielleicht jetzt daraus, das kann einer nicht unberührt lassen. Und ich möchte mir auch morgen noch in den Spiegel und meinen Kindern in die Augen schauen können und zumindest sagen können, ich habe es versucht. Und das ist, glaube ich, ein Motiv, das ausreichend stark ist, einfach auch rauszugehen, auch auf die Gefahr hin, dass man eben angefeindet wird, dass die eigene Qualifikation, hier kommen wir hin, ich bin also in Deutschland benannt, Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie und habe den österreichischen Zusatzfacharzttitel für Tropenmedizin und Infektiologie. Also das ist meine Qualifikation. Ich bin sozusagen hobbymäßig, aber sehr engagiert im Bereich der Reisemedizin tätig und Sie können sich vorstellen, dass in diesem gesamten Spannungsgebiet natürlich, noch dazu, wo ich in Österreich auch den Zusatzfacharzt sozusagen für Hygiene führe und vor langer Zeit einmal die Ausbildung in Allgemeinmedizin gemacht habe, sozusagen, das ist, da spürt man, egal in welche Richtung man geht, ein unglaubliches Spannungsfeld und das muss einen berühren und da sollte man, glaube ich, auch sich nicht bequem zurücklehnen und unbeteiligt sein, sondern da muss man auch aktiv werden. Ja, vielen Dank, Herr Professor Haditsch. Sie haben es erwähnt. Es ist natürlich wichtig, dass wir alle als Staatsbürger in den Ländern, in denen wir leben, in den Ländern, in denen wir wirken, Sie wirken in Deutschland und in Österreich, dass wir uns als Staatsbürger zu dieser Situation verhalten und fragen, welche Verantwortung kommt jetzt auf uns jeweils individuell zu,
Das heißt, eben auch im Zweifelsfall Unbehagen, Zweifel und auch Erwartungen, politische Erwartungen zu artikulieren, damit die Gesellschaft auch sich selbst ein Bild darüber machen kann, wie es sich verhält mit der Zustimmungsrate, mit der Meinungsbildung als Kollektiv, als Gesellschaft. Gleichwohl ist Ihr Beitrag deswegen aus meiner Sicht so wichtig, weil Sie zwar kein Virologe sind, aber eben in Ihrer Eigenschaft als Facharzt in diesen Bereichen mit Erregern, mit Krankheitserregern, mit ernsten Krankheitserregern immer zu tun haben und hatten und als solches wahrscheinlich auch sehr viel besser als manch anderer über die Angemessenheit des Umgangs mit dieser Krise sprechen können. Ich möchte aber beginnen, dass wir einfach mal zurückgehen an den Anfang zu sagen, okay, was muss denn von einer Regierung erwartet werden, von einem von Behörden, die im öffentlichen Auftrag Sachgebiete verwalten, Dienst tun und auch zur Gefahrenabwehr ja verpflichtet sind, wenn sie von einer solchen Lage erfahren, dass da etwas droht, dass da etwas Neues aufgetreten ist, in diesem Fall eben ein neuartiges Coronavirus. Wie geht man damit um? Was muss man als Bürger von einer Regierung dort erwarten? Ich hoffe, Sie legen mir das jetzt nicht überheblich oder arrogant aus, aber meine deutsche Facharztbezeichnung lautet schon Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Also der Virologe ist, ich sage das jetzt nur dazu, nicht weil ich jetzt besonders stolz darauf bin, sondern nur, weil das nicht als einschränkender Faktor sozusagen jetzt auch durch das Auditorium wahrgenommen werden sollte. Zu Ihrer Frage, ich denke mir, die Verantwortung bei so einem wahrscheinlich noch nicht erlebten Szenario ist natürlich sehr, sehr groß und schwierig wahrzunehmen. Aber gerade aus dieser unglaublichen Verantwortung resultiert natürlich auch die Verpflichtung einer akribischen Vorbereitung auf die verschiedenen Szenarien, was unabdingbar gekoppelt ist auch an die Erhebung von klassischen Eckdaten, die ich brauche, um ein entsprechendes Vorgehen jetzt einmal nicht nur initiieren, sondern dann auch abstimmen, modifizieren und adaptieren zu können. Es ist ja nicht so, dass Deutschland das Land war, in dem der Indexfall, also der erste Patient, aufgetreten ist. Der erste Patient war wahrscheinlich im letzten Quartal des letzten Jahres in China. Die ersten uns bekannt gegebene Patientengruppe waren 27 Pneumoniepatienten mit 31. Dezember 2019. Es hat sich primär in China ausgebreitet und jeder Epidemiologe konnte damals schon sagen oder jeder epidemiologisch Geschulte, da geht was los. Und es war klar, dass das früher oder später durch die enorme Vernetzung auch der Weltwirtschaft und durch die enorme Mobilität der globalen Bevölkerung auch zu uns kommen wird. Also es wäre zweifellos unverantwortlich blauäugig gewesen zu meinen, es kommt nicht hierher. Und in dieser Phase sind schon Daten zu uns durchgekommen. Wir können jetzt noch immer darüber diskutieren, wie vertrauenswürdig sind chinesische Daten und so weiter. Also das alles. Aber man hat zu diesem Zeitpunkt schon gewusst, es ist eine Krankheit, die unter anderem über die Atemwege, und das ist ja der relevanteste Übertragungsweg, sozusagen übertragen werden kann. Wir haben gewusst, es ist eine Virusinfektion. Das heißt, wir werden wahrscheinlich keine bis wenige Medikamente haben, die wir einsetzen können. Und es ist eine Krankheit, wo wir gewisse Risikogruppen zumindest definieren können. Und bei den Risikogruppen muss man sagen, lieber, also am Anfang zu viel als zu wenig. Also das ist ja grundsätzlich eine Strategie, wenn ich ein neues Ereignis habe, das ich noch nicht wirklich überblicke, dass ich lieber
den Sicherheitszuschlag entsprechend höher wähle, um sozusagen mir nichts vorwerfen zu müssen. Also insofern kann man noch immer darüber diskutieren, wen schließt man alles in die Risikogruppen mit ein. Und eine absolute Verpflichtung in dieser Situation wäre es, von Anfang an saubere Daten zu generieren und zu sagen, in dem Moment, wo ich Tests habe, lege ich die Tests auch darauf aus, dass ich versuche, das Ausmaß der Infektion in der Bevölkerung, so gut ich das kann, zu erfassen, um eine seriöse Grundlage zu haben, anhand derer ich auch die Kinetik dann messen kann, wo ich dann objektiv sagen kann, es werden mehr Fälle oder es werden weniger. Das ist ja, wie Sie wissen, bis heute, und wir haben jetzt 4 Monate später, ja, unterblieben. Und hier kommt man auch ohne Verschwörungstheoretiker zu sein, ja, fast nicht dem Verdacht aus, man muss fast den Verdacht äußern, da steckt System dahinter. Weil es gibt keinen plausiblen Grund, warum das nicht schon längst gemacht wurde und gemacht wird. Und meines Wissens nach hat also das Robert-Koch-Institut jetzt für Mitte Mai den Start einer Durchseuchungsstudie einmal in Aussicht gestellt, nachdem Vertreter der Charité ja an der bisher einzig vorliegenden Studie, die wir hier haben, die also nennenswert belastbare Daten gebracht hat, nämlich diese sogenannte Heinsberg-Studie, die ja schon wiederholt auch in den Medien zitiert worden ist, Kritik geübt hat, was ich ja also fast unverschämt finde, nicht? Ich meine, Kritik zu üben, aber selbst nicht zu machen, ist ja schon kaum mehr an Dreistigkeit zu überbieten, nicht? Also ich denke mir, da wurden wenigstens einmal nach bestem Wissen und Gewissen und nach durchaus wissenschaftlichen Grundsätzen, natürlich mit gewissen Einschränkungen von der Aussagekraft her, aber es wurden einmal Daten erhoben. Und eigentlich müsste man, wenn man also dann eine Eskalation oder eine Deeskalation macht, das ja auf einem Datenfundament machen, das man bis dahin erhoben hat. Und das ist bisher nicht passiert. Wir befinden uns nach wie vor in einem Blindflug. Wir wissen nicht, welcher Prozentsatz der deutschen Bevölkerung infiziert ist. Wir wissen nicht von den Infizierten, welcher Prozentsatz erkrankt, welcher schwer erkrankt und welcher stirbt. Und ich möchte jetzt nicht in einen Monolog verfallen, aber ich glaube, ein Beispiel ist für mich schon so plastisch, dass wir es uns vielleicht doch vor Augen führen sollten. Bitte. Wenn Sie heute, wenn Sie vor einer Woche 100 Personen getestet hatten und von diesen 100 Personen sind 20 positiv, ja, und Sie pflegen das in die aktuell sozusagen übliche Datenbank ein, dann stehen da 20 Fälle drin. Wenn Sie sagen, es ist nichts wichtiger als testen und Sie testen heute, eine Woche später, 10.000 Leute und Sie finden 1.000 positiv, dann sehen Sie in der Datenbank, die eingesehen wird, einen Sprung von 20 auf 1.000 und sagen, um Gottes Willen, was ist hier los? Wir haben 50 Mal mehr Fälle als noch vor einer Woche. Hier geht eine Katastrophe los. Wenn Sie es im Zusammenhang mit der Bezugszahl sehen, so sind 1.000 von 10.000 nur 10%. Das heißt, de facto hat sich die Zahl halbiert. Und das soll nur zeigen, wie unkritisch hier zum Teil mit Zahlen umgegangen wird, wie unverhältnismäßig die Bewertung der Zahlen ist, wie zum Teil vollkommen unkritisch auch Ableitungen und Rückschlüsse getätigt werden. Und das findet dann natürlich seine Spitze noch darin, dass zumindest vorübergehend Vertreter des Robert-Koch-Institutes von der Obduktion von Leichen abgeraten haben und damit ja den Pathologen ihre Basisqualifikation sozusagen abgesprochen haben, wo dann offensichtlich nur, das ist meine Interpretation, durch massive Intervention der Pathologen dann diese Formulierung unter Anführungszeichen als unglücklich geschildert wurde und zurückgenommen worden ist. Aber ich meine, das ist schon alles in allem, glaube ich, eine Situation, an der man zu Recht, und zwar jetzt ohne parteipolitisch abhängig zu sein, sondern einfach aus Sachgründen massive Kritik üben darf. Ja, ich glaube auch, dass die Fragen sind nicht, ist ja ein politisches Kalkül dahinter, wenn wir jetzt auch dieses Gespräch führen, sondern im Gegenteil, die Maßnahmen haben ein Ausmaß finanziell, aber auch
in Folgen letztendlich psychosoziale Gesundheit und dergleichen, wo es geradezu angeraten ist und Pflicht ist, aus meiner Meinung, diese Dinge zu hinterfragen, weil das Ausmaß so groß ist und wir auf absehbare Zeit damit beschäftigt sein werden, wieder aufzubauen, was jetzt durch den Lockdown, durch die Maßnahmen zu Schaden kommt. Das Robert-Koch-Institut haben Sie erwähnt, das da nur noch der Vollständigkeit halber hinzugefügt. Es ist ja auch mitten im Verfahren vom Robert-Koch-Institut das Berichtswesen, die Struktur der Reportings geändert worden, habe ich von einem Gesprächspartner gehört von Herrn Professor Witkowski, der jahrelang ebenfalls mit der Berechnung von Epidemien beruflich, akademisch befasst gewesen ist und der an dieser Stelle auch sagt, das ist dann sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man nur noch den Tag der Berichterstattung hat, ohne den Tag der Diagnose, wie sich bestimmte Verläufe dann vollziehen. Ist das etwas, was Sie aus Ihrer beruflichen Sicht ähnlich kritisch sehen würden oder ist das was man vernachlässigen kann? Wo möchten Sie denn mit der Kritik starten? Ich meine, natürlich ist es immer leichter zu kritisieren, aber ich denke mir, eine gewisse oder ein hohes Maß an Verantwortung liegt halt naturgemäß bei den Verantwortungsträgern. Und wir können beispielsweise mal dort starten, dass zu Recht die Bundesrepublik Deutschland neben vielen anderen demokratischen Staaten immer mit dem mahnenden Finger auf China gezeigt hat, was Grundprinzipien der Berichterstattung, der Pressefreiheit, der Versammlungsfreiheit und so weiter anlangt. Und de facto sind wir jetzt in Deutschland dort, wo China ist. Es ist kein großer Unterschied zwischen den Vorgehensweisen, die hier praktiziert werden, vielleicht einmal abgesehen von der Todesstrafe. Das Zweite ist, Deutschland hat eines der weltbesten Gesundheitssysteme und hat auch in der Vergangenheit sehr viel Geld in diesen Bereich hinein investiert. Und was macht Deutschland? Wenn dann die Pandemie im Anrollen ist, vergleichen deutsche Politiker das deutsche Gesundheitssystem mit den totgesparten Systemen wie in Italien. Es wurde windmühlenartig diese Phrase wiederholt, wir wollen keine italienischen Verhältnisse hier in Deutschland haben, wo es nie einen Grund dafür gegeben hat und wo man auch wieder ehrlicherweise sagen muss, was sind denn italienische Verhältnisse? Wir wissen aus der Analyse und diese Sorgfaltspflicht wäre auch sozusagen jenen Leuten gut gestanden, die diese Phrasen verwendet haben, zu diskriminieren zwischen Nord- und Süditalien. Weil in Süditalien hat es, obwohl dort die medizinische Versorgung signifikant schlechter ist als im Norden, nie diese problematischen Situationen gegeben. Also es ist für mich eigentlich ein plakatives Verhalten, hier sozusagen als Drohbild Situationen darzustellen, die ja für Deutschland eigentlich nie maßgeblich waren. Entschuldigen Sie nur, wenn ich das noch sagen darf, und auf die Zahl, also zurückzukommen, oder die Vorgehensweise, die Sie genannt haben. Ich habe bewusst jetzt diese Beispiele vorgeschoben, weil wenn wir Fallstatistiken oder Todesfallstatistiken erwähnen und hier zu Recht kritisiert wird daran, dass also beispielsweise auch das im Laufe der Zeit durch das Robert-Koch-Institut modifiziert worden ist, dann lohnt es sich auch hier einen kurzen Rückblick zu halten, dass nämlich anfangs ja in China, als es noch keinen Test gab, jeder, der die Falldefinition erfüllt hat, in die Liste gekommen ist. Dann gab es Tests, dann wurden aber ausschließlich Kranke getestet, die dann in die Liste hineingekommen sind. Dann waren es so viele, dass die Tests nicht mehr ausgereicht haben. Dann kann man die mit positiven Tests und die Falldefinition erfüllt haben, in einen Sammeltopf dort hinein. Und es wurden nach wie vor keine Kontaktpersonen getestet. Im Gegensatz dazu, wenn Sie sich noch daran zurückerinnern wollen, war es in Deutschland so, dass wie der erste Ausbruch, der ja vollkommen auch wieder ausgemerzt wurde, nämlich bei der Firma Webasto in Bayern, da wurden ja nicht nur die klinischen Fälle sozusagen diagnostiziert,
sondern auch deren Kontaktfälle, die gesund waren großteils, die sind auch in die Liste hineingekommen, was also den Datenpool noch einmal erweitert hat. Und dann ist es ja so, wo ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie die Leute gezählt werden, dass ja, nachdem in Deutschland dann das weiter sich ausgebreitet hat, sozusagen Kontaktpersonen gar nicht mehr getestet wurden, sondern einfach in die Quarantäne gesteckt wurden für 14 Tage und nach den 14 Tagen auch wieder aus der Quarantäne raus durften, auch ohne dann getestet zu werden. Also wir haben hier eine vollkommen wirre Form der Datensammlung. Und noch einmal, es wird auch praktisch nie in Kontext gesetzt mit den durchgeführten Tests. Das heißt, wenn Sie dann die italienischen Definitionen nehmen, nicht, wo also sozusagen hier die schwerkranken Personen getestet werden, aber die, die vielleicht im Altersheim gestorben sind, schon nicht mehr getestet werden, sondern mit der Diagnose versehen werden. Oder die Daten von Belgien, wo ich durch Zufall erfahren habe, dass wenn mehr als 5 Personen im Altersheim gestorben sind, die Covid-19 verdächtig sind oder SARS-CoV positiv getestet wurden, alle weiteren dann nicht mehr getestet werden, sondern einfach dazugefügt werden. Ich meine, Sie können sich vorstellen, dass auf Basis dieser Daten überhaupt keine seriöse Interpretation möglich ist. Ich bin fast jetzt sprachlos, wo ich mit der nächsten Frage ansetzen soll, weil es ist tatsächlich sehr deprimierend, wenn man sich das in der Konsequenz vor Augen führt. Noch einmal, wir haben eine Situation, die unglaublich starke Auswirkungen sowohl im Bereich der Grundrechte wie eben auch im Bereich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Gemeinwesens hat. Und wir erleben dann Situationen, in denen so willkürlich bzw. mindestens so fahrlässig gehandelt wird. Nun haben Sie in Ihren beiden Videos oder zum Schluss des zweiten Videos noch einmal explizit Forderungen an die Politik gerichtet. Und vielleicht ist es sinnvoll, dass wir jetzt einfach mal an der Stelle den Blick darauf richten, was denn nun nach vorne hin zu tun ist, da wir vieles, was jetzt bisher gewesen ist, nicht mehr ändern können und im Zweifelsfall ja auch schon sehr viel darüber gesagt worden ist. Aber die Dinge, die nach vorne hin jetzt geschehen werden, geschehen müssten, um die Situation in den Griff zu kriegen und auch insofern wieder Substanz und begründet gesellschaftlich damit umgehen zu können. Was wäre das? Naja, ich meine, das Interessante ist, dass ja seit der Aufnahme dieses Videos, ohne dass ich das um Gottes Willen für mich beanspruchen möchte, ja, aber dass ja in Deutschland und Österreich manche Dinge ja schon veranlasst worden sind. Allerdings ist das sehr zögerlich und diese Aussage oder diese Formulierung, die aus meiner Sicht ja einerseits ein Totschlagargument ist und andererseits durch nichts fachlich begründbar ist, nämlich dieses Fahren auf Sicht oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, entbehrt ja jeder rationalen Basis, weil mangels Basisdaten, die eben bisher nicht erhoben worden sind, was aus meiner Sicht keine lässliche Sünde mehr ist. Also das ist schon ein eklatantes Versäumnis, das auch zu argumentieren sein wird. Ja? Aber wenn ich diese Daten nicht habe, ist es kein Fahren auf Sicht, sondern es ist ein Blindflug, weil ich ja keine Bezugsgröße habe. Ich meine, ich will jetzt nicht die Forderungen im Einzelnen wiederholen, aber das, was also sozusagen aus meiner Sicht ganz, ganz dringlich korrigiert gehört und was ja eigentlich schon von Anfang an hätte passieren müssen, ist, dass man den sogenannten Risikogruppen, ob man sie jetzt sehr eng definiert oder ob man sie weit definiert, aber dass man diesen jeden erdenklichen Schutz und jede höchstmögliche hochwertige medizinische Versorgung im Krankheitsfall anbieten muss. Und ich verwende bewusst den Ausdruck anbieten, weil ethische Grundprinzipien kamen zumindest bisher in den Entscheidungen der deutschen Bundesregierung und übrigens auch der österreichischen nicht vor. Es ist also die Ethik mit Füßen getreten worden. Das Prinzip der Autonomie wurde sträflich verletzt.
Darum sage ich auch anbieten, weil es muss natürlich auch den Risikogruppen in ihrer Eigenverantwortung freigestellt sein, ob sie jetzt dieses Angebot annehmen möchte oder nicht. Nicht so wie im Video auch, nicht ich mit dem Beispiel gekommen bin, es muss eine Entscheidung der 90-jährigen Jubilarin sein, ihren runden Geburtstag im Kreis ihrer Familie zu feiern, auch wenn sie zweifellos zu einer Risikogruppe gehört. Und es ist nicht die Aufgabe der Bundeskanzlerin Dr. Merkel oder von irgendwelchen Virologen oder auch vom Gesundheitsminister Spahn, hier die Entscheidung zu treffen, ob das ein vertretbares, zumutbares oder zu verbietendes Risiko ist. Das halte ich für anmaßend und das ist im höchsten Maße zu kritisieren, wenn also hier die Einflussnahme auch in diese Bereiche vordringt. Wenn es uns gelingt, die Schutzbedürftigen unter diese sozusagen unter diesen maximalen Schirm zu stellen im Sinn einer Vorsorge, dann stellt sich für mich die Frage, was denn de facto dagegen spricht, jene Leute, die nicht oder im Anlassfall nur leicht erkranken, potenziell auch zu exponieren. Das heißt jetzt nicht fahrlässig, das heißt jetzt nicht, dass ich sozusagen die basishygienischen Maßnahmen aufgebe, die mich ja auch theoretisch von anderen Krankheitserregern schützen können, sondern dass ich die einfach ins normale Arbeits- und Privatleben wieder zurück entlasse, weil wir müssen doch die Forderung an die Politik stellen und ich habe mich auch dieser Herausforderung gestellt, einmal die Sache bis zum Ende durchzudenken. Wir haben grundsätzlich zwei wesentliche Unklarheiten, die im Moment vermutlich noch niemand wirklich zuverlässig beantworten kann. Die eine Frage ist die, entwickeln Leute nach durchgemachter Infektion eine Immunität, ja oder nein? Mhm. Wir können zu einem hohen Prozentsatz darauf hoffen, dass das stattfindet und namhafte Virologen bestätigen das auch, dass das mit höchster Wahrscheinlichkeit nach sein wird, ja? Aber wir wissen es noch nicht. Es gibt hier also die Möglichkeit, der Antwort ja oder nein. Die zweite Unwägbarkeit, die wir im Moment noch wahrnehmen müssen und wo wir noch keine definitive Antwort haben, ist, breitet sich SARS-CoV-2 saisonal aus? Das heißt, ist es ähnlich wie die Grippe an die kalte Jahreszeit gekoppelt? Oder gibt es sozusagen ein mehr oder minder linear undulierendes Ausbreitungsmuster? Das heißt, dass ich davon ausgehen muss, dass es sich das ganze Jahr über ausbreiten kann. Und daraus ergeben sich vier Szenarien und die kann man relativ locker durchspielen. Wenn ich also eine lineare Ausbreitung habe und ich habe eine Immunität auf die Krankheit hin, dann wäre es wünschenswert, sozusagen möglichst schnell eine sogenannte Herdenimmunität zu erzielen unter den Leuten, die nicht nennenswert erkranken. Das heißt, die Bevölkerung außerhalb der Risikogruppen, um damit die Episode der Zirkulation des Virus möglichst kurz zu halten. Wenn sich keine Immunität entwickelt, wird sich bei einem linearen Muster in dem Moment, wo ich mit den Schutzmaßnahmen runtergehe, sofort wieder die Zahl der Fälle, auch unter den Leuten, die es vielleicht schon gehabt haben, wieder erhöhen. Das heißt, ich werde hier immer sozusagen vor der Herausforderung stehen, gehe ich mit dem Schutz runter, steigt die Fallzahl, muss ich wieder rauf, dann sinkt sie wieder. Das heißt, ich werde mir überlegen müssen, wie gelingt es mir, mit dem Virus zu leben, weil, ich meine, dafür muss man jetzt kein großer Wirtschaftsexperte sein, einem permanenten Shutdown werden wir weder wirtschaftlich noch psychisch durchhalten. Ja? Mhm. Abgesehen von vielen anderen Faktoren, die es noch zu berücksichtigen gibt, aber das vielleicht als zwei Facetten der Tatsache, dass wir es nicht durchstehen werden. Wenn es ein saisonales Muster ist, dann ist es so, dass jetzt die Saison vorbei ist. Wenn sich also keine Immunität ausbildet, wird es so sein, dass ich im Moment auch keine Fälle sehe, weil das Virus zunehmend weniger zirkuliert. Und wenn es dann wiederkommt in der kalten Jahreszeit, wird es wieder zu einem sprunghaften Anstieg von Fällen kommen. Und dann werde ich vor der Frage stehen, mache ich wieder einen Shutdown, ja oder nein? Ich
glaube, als Nicht-Ökonom trotzdem sagen zu können, das werden wir nicht durchstehen. Wenn sich eine Immunität ausbildet, bin ich wieder beim Gleichen. Wenn es mir jetzt im Rahmen der laufenden Saison gelingt, möglichst eine breite Immunität in der Bevölkerung in den Nicht-Risikogruppen zu erzielen, wird zum Zeitpunkt der nächsten Saison, wenn also wieder eine vermehrte Zirkulation grundsätzlich denkbar ist, der Effekt ein wesentlich geringerer sein, weil eben ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung schon immun ist. Das sind Grundüberlegungen, die vielleicht auch jetzt schon zu spät sind, weil vieles darauf hindeutet, ich sage es nur so, dass wir doch ein saisonales Muster haben und dass es uns mit der Restzirkulation des Virus nicht mehr gelingen wird, eine ausreichende Herdenimmunität während dieser Saison zu bewerkstelligen. Das heißt, so wie es aussieht, werden wir mit diesem Infektionsmuster noch längere Zeit beschäftigt sein. Und das ist auch eine Verfehlung in der Strategie, so sehe ich das zumindest, weil wir die Kollateralschäden sozusagen an einem zentralen Faktor dingfest machen können. Und das ist der Faktor Zeit. Und Zeit wäre die einzige Stellschraube, ich sage jetzt schon fast gewesen, die wir hätten verwenden können, ja, indem wir sozusagen die Ausbildung einer Herdenimmunität zumindest grundsätzlich ermöglicht hätten. Und diese Chance haben wir mittlerweile mit höchster Wahrscheinlichkeit nach verpasst. Und insofern wäre dann der schwedische Weg in diesem Szenario tatsächlich auch der klügere gewesen, weil man dort das ja genauso gemacht hat, wenn ich es richtig verstehe. Ja, ich meine, die Schweden, ich weiß, dass wir das schwedische System jetzt nicht auf Deutschland oder Österreich sozusagen 1:1 übernehmen können. In Schweden hat das öffentliche Gesundheitswesen einen ganz anderen Stellenwert und auch eine ganz andere, anders respektierte Position in der Bevölkerung. Und dort ist es letztendlich so, dass, wenn es um epidemische oder pandemische Fragen geht, eigentlich das öffentliche Gesundheitswesen die Themenführerschaft übernimmt und auch großteils sozusagen die Entscheidungen trifft und die Politik sozusagen hier nur begleitend tätig ist. Das ist von unserem Verständnis für die medizinische Versorgung sozusagen jetzt deutlich unterschiedlich. Aber das, was sozusagen die Schweden doch gemacht haben, ist, sie haben keinen Lockdown gemacht. Mhm. Und dieses Verhalten scheint vordergründig ein Problem zu sein, insbesondere wenn man die Todesfallzahlen sieht. Aber in diesem Kontext hat, und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu der Bundesregierung in Deutschland oder in Österreich, hat das schwedische Entscheidungsgremium, dort sind es in erster Linie die Epidemiologen, bereits einen bedeutenden Fehler zugegeben, nämlich, dass sie zu spät reagiert haben mit dem Schutz der Altersheime oder der Leute in den Altersheimen. Und in Schweden ist es ja so, dass je nach Ort zwischen 30% und 50% der Todesfälle sich aus Altersheimen rekrutieren. Das heißt, sozusagen, wenn man das wieder als eine Größe aus der Gesamtzahl herausnimmt, dann wird man feststellen, dass sozusagen insgesamt die Sterblichkeit oder die Übersterblichkeit auch sich in einem Rahmen bewegt, der durchaus mit einer schweren Grippewelle vergleichbar erscheint. Ich würde gerne noch zwei Aspekte mit Ihnen besprechen. Das eine ist die Möglichkeit, dass die Erkenntnisse über die Natur dieser Erkrankung sich noch weiter ändern könnten. Jüngste Berichte wollen gezeigt haben, in Großbritannien, glaube ich, war das, dass es doch junge Menschen, Kinder stärker betroffen sein könnten als bisher angenommen. Nun laufen solche aus der Presse bekannten Nachrichten natürlich in gewisser Weise auch immer der Entwicklung hinterher, in der jetzt durch die Ergebnisse aus New York, aus Los Angeles, wo eben die
Frage der Sterblichkeit neu bemessen wird und insofern tatsächlich der Maßstab einer schwereren Grippe oder einer normalen Grippe wieder stärker in den Vordergrund kommt, gewinnen dann solche Nachrichten möglicherweise auch taktisch bedingt, wie wir jetzt mal ganz, ganz nüchtern sagen, eine gewisse Flughöhe. Wie würden Sie als Fachmann das einschätzen? Kann es möglich sein, dass solche Erkenntnisse über Gefahren, bisher unentdeckte Gefahren, übersehen worden sind und jetzt doch stärker wieder hervortreten? Ist das wahrscheinlich? Schauen Sie, wie ich das auch immer wieder erwähnt habe, und das ist ja keine Schutzbehauptung, sondern es ist Faktum, wenn man in der Medizin tätig ist, dass es natürlich von jeder Regel auch Ausnahmen gibt. Und selbstverständlich gibt es auch schwere und im dramatischen Ernstfall auch tödliche Verläufe, auch bei Kindern, auch bei Erwachsenen, von denen man zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Grunderkrankungen gekannt hat. Mhm. Und das, worauf Sie vermutlich anspielen, sind diese Berichte über Kawasaki-Syndrom bei Kindern in Großbritannien, was ja eine schwere, zum Teil sogar sehr schwere Erkrankung sein kann und wo es eben Fälle gegeben hat, die beobachtet wurden, im Kontext zumindest mit SARS-CoV-2-Infektionen. Ja, die wird es geben, es wird auch andere komplikative Verläufe geben, aber man soll also jetzt nicht die Ausnahme zur Regel machen. Und ich denke mir, wir dürfen schon an dem Grundprinzip festhalten, wonach bei gesunden Kindern und Erwachsenen, jetzt sage ich einmal grob bis zum 50., mache ich sagen bis zum 60. Lebensjahr, sozusagen die Krankheit großteils unproblematisch verläuft. Und das ist doch die Faustregel, an der wir uns orientieren sollten, wenn wir ein auch für uns umsetzbares, das heißt praxisorientiertes Konzept entwickeln wollen, mit dem wir sozusagen den Großteil der Kollateralschäden, so gut es geht, wenn es überhaupt noch gelingt sozusagen, verhindern wollen. Und hier bedarf es natürlich einer statistischen Auswertung und der Einzelfall ist natürlich für den Betroffenen eine Tragödie und für das familiäre und freundschaftliche Umfeld natürlich auch. Aber wir sind leider Gottes in einer Situation, wo wir in erster Linie einmal sozusagen das Schicksal der Masse im Auge haben müssen und daraus resultierend allgemein vertretbare Regeln definieren müssen. Mhm. Danke für diese Einschätzung. Der zweite Aspekt ist, der mir noch sehr wichtig erscheint. Wir haben politische Aussagen über die Möglichkeit zur Rückkehr zur Normalität und dass die bis auf Weiteres nicht gegeben sei, dass man erst wahrscheinlich mit der Entwicklung eines Impfstoffes davon wieder ausgehen kann, dass sich ein irgendwie geartetes normales Leben wieder entwickeln könne, mit allem Vorbehalt, will ich das so mal sinngemäß schildern. Deswegen, weil diese Statements auch angesichts der möglichen Schwere der Erkrankung eine gewisse Resonanz erfahren haben, auch deswegen halte ich es zumindest persönlich für wahrscheinlich, dass Kritiker, dass Mahner, dass Zweifler, dass Nachfrager, die sich erlauben, hinzuschauen und zu fragen, ist es wirklich so, ist es das, was wir sehen, haben wir Anlass, diesen Weg zu hinterfragen, dass die sehr schnell in eine Ecke gedrängt werden, entweder sei es, dass sie politisch Kapital rausschlagen wollen oder aber, das ist das Thema Impfen, Impfschutz, dass sie zu der Gruppe der sogenannten Aluhut-Fraktion der Impfverweigerer zählen und insofern einen ideologischen Kampf führten. Ich glaube, insofern ist es bin ich sehr glücklich, dass wir miteinander sprechen, weil Sie im Hinblick auf das Thema Impfung und Sinn von Impfung ja über, ich will nicht sagen jeden Zweifel erhaben sind, aber da eine ganz pragmatisch und auch wissenschaftlich
sehr fundierte Haltung haben. Würden Sie das einfach mal aus Ihrer Sicht schildern, wie sich das verhält? Also zuerst einmal, Ihr Vertrauensvorschuss ehrt mich sehr und ich werde mich bemühen, dem auch gerecht zu werden. Vielleicht zur ersten Feststellung, ich teile die Auffassung, dass der Weg zurück in die Normalität nicht möglich sein wird in näherer Zukunft. Aber das hat nichts mit SARS-CoV-2 zu tun, nichts mit dem Virus zu tun, sondern mit dem unermesslichen Kollateralschaden, der entstanden ist, wo wir also laut Aussagen des deutschen Finanzministers zumindest 20 Jahre brauchen werden, um die Schulden zurückzuzahlen, jene Geldbeträge abtragen müssen, die wir jetzt in 2 Monaten vernichtet haben. Also das sind, und da ist, glaube ich, sozusagen, das ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs. Ich maß mir nicht, das anbewerten zu können. Da gibt es wahrscheinlich berufenere Leute und da brauchen wir wahrscheinlich auch noch größere Beobachtungszeiträume, um überhaupt zu ermessen, was hier passiert ist. Das Vertrösten auf die Impfung halte ich persönlich für unseriös. Ich weiß den Wert von Impfungen sehr zu schätzen. Es gibt 3 Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir im Vergleich zu vor 200 Jahren, also im 19. Jahrhundert, heute fast doppelt so alt werden wie damals. Und diese 3 Faktoren sind ausreichende Ernährung, sauberes Wasser und Schutzimpfungen. Also die Impfungen haben einen enormen Stellenwert. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, naja, wieso bin ich dann kritisch gegenüber dieser Impfung oder dieser Hypothese? Ich denke, es gibt hier mehrere Gründe und da soll man auch, glaube ich, ganz ehrlich auch mit der Bevölkerung umgehen. Ich halte es für sehr problematisch, um einen politisch korrekten Ausdruck zu verwenden, wenn wir hier die Bevölkerung an der Nase herumführen. Ein Punkt, der wesentlich ist, wie ich meine, ist, dass wir in Europa Gott sei Dank sehr strenge Zulassungsbestimmungen für Impfstoffe haben. Das heißt, das oberste Ziel eines neuen Impfstoffes, was auch von der Europäischen Arzneimittelagentur verfolgt wird, ist, dass ein Impfstoff sicher sein muss. Und um die Sicherheit eines Impfstoffes auch wirklich belegen zu können, braucht es ausreichend große Studien mit einer ausreichend langen Nachbeobachtungszeit. Da gibt es Vorgaben, die lassen sich nicht beliebig stauchen, ohne es auf Kosten der Sicherheit zu machen. Ja, es lassen sich aufgrund der Risikobereitschaft der pharmazeutischen Firmen manche Dinge, die üblicherweise hintereinander gestellt werden und wo man rechtzeitig abbrechen kann, wenn man sagt, das ist ein Irrweg, auch parallel machen. Und damit lässt sich ein bisschen Zeit einsparen. Das geht sozusagen, das ist Risikokapital, das Firmen einsetzen müssen, weil normalerweise würden sie das hintereinander machen und damit, falls das kein Erfolg ist, es rechtzeitig abbrechen können. So riskieren de facto die Firmen mehr, um einen beschleunigten Prozess hier zu haben. Aber de facto geht es da vielleicht um ein paar Monate, mehr nicht. Und wir dürfen im Zusammenhang mit der Corona, also der SARS-CoV-2-Konstellation, ein paar Dinge nicht vergessen. Wir haben hier erstens einmal als zeitlichen Horizont, da bete ich das wieder, was ich auch aus Kontakten mit der pharmazeutischen Industrie habe, noch zumindest einen Zeitraum von 1 bis 1,5 Jahren zu überbrücken. Das ist der frühestmögliche Zeitpunkt, dass wir einen Impfstoff zur Verfügung hätten. Das SARS-Coronavirus ist ein sogenanntes RNA, also ein Ribonukleinsäurevirus. Und bekanntermaßen haben RNA-Viren ein höheres Mutationspotenzial als DNA-Viren. Das heißt, es kann aktuell niemand mit Sicherheit behaupten, dass das Virus, das zu diesem Zeitpunkt, wenn die Impfung auf den Markt kommt, zirkulieren wird, noch den gleichen sozusagen Schutzfaktor, dass wir dann noch vom gleichen Schutzfaktor ausgehen können wie heute, wo wir mit dem aktuellen SARS-Virus arbeiten, das dann vielleicht nicht mehr ident ist mit dem Virus, das dann zirkulieren wird. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach eine sogenannte Drift sein, also keine groß angelegte Veränderung,
Aber es ist möglich, dass sich verändert, so wie sich das Influenza-Virus von Jahr zu Jahr verändert. Und es hat einen Grund, dass es jedes Jahr einen neuen Influenza-Impfstoff gibt, weil er eben adaptiert wird an sozusagen die Veränderungen dieses Virus. Und von der Seite her, gut, es wäre wahrscheinlich ein relativ kurzfristiger Prozess, dann ein neues Antigen in die bereits etablierte Produktionsschiene einzuschleusen. Aber es wäre wieder eine Modifikation, wieder ein Verzögerungsaspekt. Das Zweite ist, bekanntermaßen reagieren bestimmte Personen nicht so ideal auf einen Impfstoff, sondern die, sozusagen der Effekt der Impfung ist abgemildert. Und das sind genau unsere Risikogruppen. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssen leider Gottes befürchten, dass die Gruppen, die den Schutz am dringendsten bräuchten, vielleicht am schlechtesten auf die Impfung reagieren. Ich spreche jetzt nicht von Nebenwirkungen, sondern von der Effektivität des Schutzes. Daraus resultiert dann die Frage, naja, wie weit wird denn sozusagen, selbst wenn eine Impfung da ist, das Einfluss haben auf die Kontaktnahme mit Risikopersonen? Ein weiterer Punkt ist, wir dürfen ja, also selbst ein Land wie Deutschland als große Wirtschaftsmacht, darf ja nicht davon ausgehen, dass die ersten 80 Millionen Dosen, die auf den Markt kommen, oder dann braucht man vielleicht nur 40 Millionen oder wie auch immer, alle nach Deutschland fließen. Sondern es wird ja einen Wettbewerb geben, es wird eine Konkurrenz geben, es wird ein Ringen um sozusagen die verfügbaren Impfstoffe geben. Somit wird es im Ringen von zwischen Angebot und Nachfrage zu der Gretchenfrage kommen, naja, wer soll denn in erster Linie mal Zugang zum Impfstoff bekommen? Ja? Sollten es die Risikogruppen sein oder ist die Impfung jetzt, Sie werden mich nicht missverstehen, das ist jetzt nicht zynisch gemeint, dort eher vergeudet, weil die nicht entsprechend auf den Impfstoff reagieren? Sollten wir vielleicht lieber andere Leute, wie zum Beispiel Gesundheitspersonal impfen? Oder sollten wir Entscheidungsträger impfen? Ist es eine Impfung, die primär Politikern und Wirtschaftsbossen oder wem auch immer gehören soll? Oder sollen wir in kapitalistischer Art und Weise sagen, wer sich's leisten kann, kann geimpft werden und wer sich's nicht leisten kann, hat Pech gehabt? Das heißt, es stehen dann sehr viele Fragen an, die aus heutiger Sicht, wie ich glaube, nicht wirklich beantwortet werden können. Und dann haben wir noch einen letzten kritischen Punkt, den ich noch einbringen möchte. Wiewohl es natürlich der Impfstoff in dieser Richtung, wie ich hoffe, doch auch geprüft werden wird. Es gab im Zusammenhang mit SARS, ja, also jener Erkrankung, die 2002, 2003 aufgetreten ist und wo es ja zu schweren Fällen, ca. 8000 und 10% Todesfällen, also ca. 800 Todesfällen gekommen ist. Sozusagen im Nachhinein gab es ja Versuche durch Impfstoffe mit Coronaviren. Und man hat gesehen, dass zumindest im Tierversuch die Tiere, die geimpft waren, schwerer erkrankt sind als die Ungeimpften. Und der Hintergrund dafür ist, zumindest für mein in dem Bereich vielleicht jetzt nicht so tief geprägten Verständnis, liegt es darin, dass eine Facette der Erkrankung Covid-19 ja darin liegt, dass es zu einer überschießenden Immunreaktion kommt, die ihrerseits sozusagen die Austauschpotenz zwischen Luft und Blut, was jetzt den Sauerstoff anlangt, negativ beeinflusst. Und wenn sozusagen hier ein Impfstoff eine Überreaktion fördern würde, dann wären die Geimpften auch schlechter dran als die Ungeimpften. Und das gilt es natürlich im Vorfeld auch noch zu berücksichtigen. Also in Summe halte ich ein beschleunigtes Zulassungsverfahren des Impfstoffes für riskant und das reguläre Prozedere, das erprobt ist im europäischen Raum und das in der Vergangenheit als gut befunden wurde, dieser Weg sollte hier nicht verlassen werden. Bedeutet aber gleichzeitig, wir haben noch eine lange Zeit, die wir überbrücken müssen und mit einem Pseudo-Shutdown werden wir das nicht schaffen. Wirtschaftlich nicht und psychisch nicht. Ganz herzlichen Dank für diesen Ausblick. Ich weiß nicht, ob wir aus Ihrer Sicht ein Thema
nicht angesprochen haben, was sehr wichtig ist, jetzt auch angesprochen zu werden. Ich hätte noch eine ganze Reihe von Fragen mit jemandem wie Ihnen zu besprechen, weil es einfach sehr, sehr spannend ist, so tiefe, praktische, fachliche Einblicke und Reflexionen dann auch erhalten zu können. Aber wie gesagt, die Zeit ist fortgeschritten. Aber deswegen die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was ich in meinen Fragen vergessen habe, was in diesem Zusammenhang diskutiert gehört? Nein, vielleicht nur noch eine Bemerkung meinerseits, sozusagen abschließend. Ich denke, wir lernen laufend dazu und das ist auch gut so. Und die Formulierung, man muss am Anfang sozusagen einmal alles hochfahren und muss eine Maximalvariante fahren, weil man ja noch nicht weiß, was los ist, erscheint aus meiner Sicht im Kontext mit Deutschland und dem Umgang mit SARS-CoV-2 eine nicht zu rechtfertigende Schutzbehauptung, weil wichtige Hausaufgaben, die im Vorhinein schon fällig gewesen wären, vernachlässigt wurden und zum Teil noch immer vernachlässigt werden. In diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, unerlässlich, hier dringlich darauf hinzuweisen, dass hier ein akuter Nachholbedarf besteht und dass eine Begleitung der sich vielleicht auch weiter ausbreitenden Pandemie oder ein Management sozusagen dieser Pandemie in Deutschland nur dann verantwortungsvoll wahrgenommen werden kann, wenn endlich Bezugsdaten geschaffen werden, die uns auch erlauben, auf Veränderungen, die objektivierbar sind, adäquat, also mit Augenmaß zu reagieren. Und hier besteht wirklich ganz, ganz dringlicher Handlungsbedarf. Ganz herzlichen Dank für diese Zusammenfassung oder diesen wichtigen Schlussaspekt. Sie haben in Ihrem Video einen weiteren Aspekt erwähnt, den ich ganz kurz noch anführen möchte. Das ist eben die Notwendigkeit, auf breiter fachlicher Basis über die Maßnahmen zu diskutieren, interdisziplinär, ganz breit, auch jenseits der Medizin, aber eben auch medizinisch differenziert über diese Fragen zu sprechen und eben nicht ausschließlich aus einer fachlichen Warte wie der Virologie. Ich kann das gerne wiederholen. Also ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist, diese Pandemie ist nicht nur eine Frage der Virologen. Ich schätze die Leute, die also in der Virologie tätig sind, insbesondere die deutschen Spitzenvirologen in ihrem Fachbereich sehr. Ich denke aber, dass in gleichberechtigter Art und Weise auch Epidemiologen, Psychologen, Psychiater, Ethiker, nicht zuletzt auch Ökonomen zu Wort kommen müssen, weil wir in all diesen Bereichen auch einen unglaublichen Kollateralschaden jetzt schon bemerken und in Zukunft noch im verstärkten Maß werden wahrnehmen müssen, die bei den bisherigen Überlegungen auch nicht ansatzweise respektiert worden sind. Und der zweite Aspekt, jetzt von der Ökonomie her gesehen, ist, es kann sich selbst ein so großer Wirtschaftsstandort wie Deutschland nicht aus dem globalen Kontext auskoppeln. Und eine Pandemie ist eine Herausforderung für die ganze Welt und bedarf auch eines globalen Lösungsansatzes. Und hier hätte ich mir schon längst gewünscht, gerade in dieser mächtigen Position, in der sich Deutschland befindet, mit diesem unglaublichen Netzwerk, das zur Verfügung steht und mit der so zutiefst respektierten Position Leadership, nicht, die Deutschland ja international auch zuerkannt wird, dass es schon längst überfällig ist, dass man
so etwas macht. Ich habe das also im Video bezeichnet sozusagen als ein Weltwirtschaftsgesundheitstreffen, ja, also sozusagen ein Davos 2, ja, dass man also dort in interdisziplinärer und gegenseitig respektvoller Art und Weise ein Konzept entwickelt, wie unsere Erde jetzt sozusagen verhindern kann, dass die Weltwirtschaft an die Wand gefahren wird und wir damit in Zeiten zurückgeworfen werden und all die sozusagen Errungenschaften der jüngeren Vergangenheit zunichte gemacht werden. Und auch diese Signale vermisse ich im Moment. Und es wäre dringendst erforderlich, weil sonst kommt hier ein noch viel besseres Aufwachen, als wir es uns auch nur in unseren schlimmsten Träumen vorstellen können. Ja, das wollen wir nicht hoffen. Wie begründet diese Gedanken, diese Befürchtungen, diese Mahnungen auch trotzdem sind, können wir daran sehen, dass, ich glaube, heute die New York Times darüber schreibt, wie die Großkonzerne, Großunternehmen von dieser Krise profitieren dürften, weil es zu einer weiteren Konzentration führen dürfte. Denn Sie haben es auch eingangs erwähnt, es sind im Wesentlichen kleine und mittlere Betriebe, die in ihrer Kapitalkraft hier schnell erschöpft werden. Und auch deswegen ist es wichtig, dass wir als Gesellschaft solche Fragen transparent und ausführlich diskutieren und daraus die notwendigen Schlussfolgerungen ziehen, damit die Gesellschaft auch weiterhin konstruktiv und demokratisch und lebenswert offen miteinander umgehen kann. Ganz herzlichen Dank, lieber Professor Haditsch, für die Gelegenheit, mit Ihnen das Gespräch zu vertiefen, beziehungsweise Ihre Gedanken noch einmal ausführlicher geschildert zu bekommen. Ich wünsche Ihnen weiterhin das Beste und ja, seien wir hoffnungsvoll, dass Impulse, wie sie von Ihnen gekommen sind, dann auch ihren Hall finden und ihren Effekt nicht verfehlen mögen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen vielmals für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und ich hoffe, es gelingt uns allen, mit Gesprächen wie auch diesem den Leuten wieder Hoffnung zu geben. Weil ich glaube, das ist das, was im Moment sehr, sehr dringend notwendig ist, Hoffnung und Zuversicht. Und wenn das gelingt, dann war es allen Aufwand wert. Herzlichen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Ihnen das Beste. Dankeschön.